Und jetzt die Frage an euch. Trinkwassernetz Köstendorf. Worum geht es? Köstendorf, ein Trinkwassernetz am neuesten Stand. Köstendorf in Kärnten liegt in der Nähe des Dreiländerecks zu Slowenien und Italien. In dem kleinen Dorf mit 74 Haushalten wohnen ca. 220 Menschen, die ihr Trinkwasser aus dem Quellengebiet Zimpeln direkt oberhalb der Ortschaft beziehen. Dort entspringen zahlreiche Quellen mit qualitativ hochwertigem Trinkwasser, welches durch den Schinzengraben in Richtung Gail fließt. Drei dieser Quellen sind in einer Quellfassung, auch Brunnstube genannt, zusammengefasst. Über zwei Druckrohrleitungen fließen pro Sekunde 4,5 Liter Wasser zum Hochbehälter, der 100 Kubikmeter fassen kann. Zwei Pumpen befördern einen Teil des Wassers zum Ortsteil Raut, da dieser höher liegt als der Hochbehälter. Über die Photovoltaikanlage werden die dafür benötigten 7,5 Kilowatt aus Sonnenenergie gewonnen. Unterhalb des Hochbehälters liegt die Ortschaft Köstendorf. Diese wird über zwei Ringleitungen versorgt, wodurch das Trinkwasser permanent ausgetauscht wird. Auf diese Weise kommt bei jedem dieselbe Qualität an und bei etwaigen Reparaturen können so Teilabschnitte gesperrt werden. Die gesamte Ortschaft mit 74 Haushalten benötigt ca. 0,3 Liter Trinkwasser pro Sekunde. Die überschüssigen 4,1 Sekundenliter fließen zum tiefsten Punkt des Wassernetzes, zum Schaukraftwerk. Über eine Peltenturbine wird der dort vorherrschende und zu hohe Druck vernichtet. Dies kühlt das gesamte Wassernetz, steigert die Trinkwasserqualität und produziert am Ende 2,8 Kilowatt an elektrischer Energie, welche in das örtliche Stromnetz eingespeist und verkauft wird. Das durch die Turbine mit Sauerstoff angereicherte Trinkwasser wird anschließend dem Schinzengrabenbach rückgeführt. Im Zuge der Modernisierung wurden neue Hydranten verbaut, die aufgrund der Ringleitungen nun von beiden Seiten Wasser beziehen, was die Versorgungssicherheit im Notfall erhöht. Ein neues Lichtwellenleiternetz für schnellstes Internet macht die Infrastruktur von Köstendorf komplett. Die Ablesung der Wasseruhren erfolgt über die eigens dafür programmierte Wasser-App. Mittels künstlicher Intelligenz werden die Wasserstände automatisch eingelesen und übermittelt. Das Know-how für das komplette System kommt von den Köstendorfern selbst und gilt als Vorzeigemodell für andere Dörfer, Städte und ganze Regionen fernab von Kärnten. Und so möchten die Köstendorfer jung und alt für das kostbare Gut und das Lebensmittel Nummer 1 sensibilisieren. Aus diesem Grund startet beim Schaukraftwerk der Rundweg des Wassers. Durch den Schinzengraben geht es in das Siebenbrünn-Gebiet, vorbei an den Quellen, hinauf zum Hochbehälter mit dem Sonnenlichtkraftwerk und durch die Ortschaft Köstendorf zurück zum Ausgangspunkt, dem Schaukraftwerk. Innovation, Bildung und grüne Energie. Alles aus einer Hand. Alles aus einem Dorf. Kostbares Köstendorf. Ein Ort lebt Wasser. Und ich glaube, es wird die Zukunft werden. Die Energie aus regenerativen Ressourcen, Wasser, Wind und Sonne.